Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Katzenreporter Luke, der war für euch auf der Insel der Freude und hat die Katzen jammern gehört, denn es scheint wohl etwas zu passieren, was ich schon vor längerer Zeit vermutet habe. Ich aber nicht geglaubt habe, dass es wirklich passieren könnte, und es ist passiert, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, mir soll auch ab und zu mal die Spucke im Hals hängen bleiben, dann fühle ich herzlich eingeladen, mir hier auf YouTube zu folgen. Wir sind eine kleine Trash-Familie und auf dem Weg zu den 12.300. Wenn wir sie nicht sogar schon geschafft haben, kurz was organisatorisch ist, wundert euch nicht. Aktuell befinde ich mich hier auf Geschäftsreise und für euch sind quasi ein paar Videos vorgedreht, die sich auf aktuelle Schlagzeilen beziehen. Allerdings, wenn jetzt heute etwas ganz Krasses passiert, kann ich erst morgen darauf reagieren, nur damit ihr das wisst. Ja, und es ist wirklich was Krasses passiert. Ihr erinnert euch vielleicht, am Pfingstmontag spielte RTL 2 alle Folgen von Daniela Katzenberger auf RTL 2, wir erinnern uns. Und jetzt gibt es eine Meldung von RTL 2 oder auch von TV Spielfilm, wo über die neue Staffel gesprochen wird, die ein ganz besonderes Thema beinhaltet, nämlich, und das hat mich echt geschockt, die Trennung von Iris und Peter. Ja, in der neuen Daniela Katzenberger Reality-Serie geht es jetzt auch um Iris und Peter. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass auch Iris einen Auftritt haben wird. Peter anscheinend nicht, weil Peter ist ja schon weg. Also in Deutschland bei der Produktion. Und das bedeutet, dass eigentlich Iris ja dann wirklich auch ihr Wort gebrochen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, bitte schreibt mir in die Kommentare. Sie hat ja eigentlich gesagt, sie geht nicht zu den Medien, sie spricht über das Thema nicht. Das hat sie schon bei Volles Haus nicht eingehalten. Aber jetzt wird das wohl richtig groß aufgebauscht, so wie ich vermute. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Aber da zeige ich euch mal einen Artikel zu. Und das ist dann doch schon wirklich komplett anders als das, was sie uns gesagt hat. Zumindest so, was ich wahrgenommen habe. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, wenn ich mich irre. Ich kann hier auch nur von meiner Vermutung sprechen und meiner Meinung. Aber was Fakt ist, und das muss ich nochmal sagen, Fakt ist, das Thema wird thematisiert. Auch ein halbes Jahr nach der Dschungelshow, ja, wird das thematisiert. Und das ist der Artikel, wir zitieren von TV Spielfilm, wenn es jemand weiß, dann die. Neue Folgen Daniela Katzenberger Drama um Peter Klein kommt ins TV. Ja, und da ist es schon, der Artikel ist vom 31. Mai, also zwei Tage alt, relativ frisch. Und hier ist es, in den 10 neuen Folgen Daniela Katzenberger Familienglück auf Mallorca geht es wild zu. Unter anderem wird der öffentlich ausgetragene Ehestreit zwischen Iris und Peter Klein eine Rolle spielen. Zitat Ende, und da haben wir schon gleich die Schlagzeile am Anfang. Also es wird auch um die Trennung von Peter und Iris gehen. Und das ist schon heftig, dass man dieses wirklich hochnervige Thema noch einmal auslutschen muss. Und noch einmal wird darüber ein halbes Jahr später, ja, im Fernsehen berichtet. Das lässt die mediale Aufmerksamkeit nicht abflauen. Am Pfingstmontag erst wiederholte RTL 2 im Nachmittagsprogramm die komplette vierte Staffel von Daniela Katzenberger Familienglück auf Mallorca, die im vergangenen Juni in der Primetime erstmals ausgestrahlt wurde. Am Mittwoch hat der Grünweider Sender neue Folgen der Doku-Soap über die berühmte Auswanderin angekündigt. Ab dem 21. Juni präsentiert RTL 2 im immer mittwochs drei Doppelfolgen um 20.15 Uhr, in den Wochen danach ab dem 12. Juli folgen noch vier weitere Einzelausgaben. Also hier ist es auch gar nicht mehr so lange hin. Ab dem 21. Juni geht es los. Da wird dann wirklich über, ja, verschiedene Themen berichtet. Und hier geht es um den Ehestreit von Iris und Peter Klein und ein Welpe auf Mallorca. Achtung, Spoiler, ich sag's gleich mal mit dazu, für alle, die große Fans dieser Reality-Show sind, solltet jetzt abschalten,
oder auch nicht, weil so groß ist die Überraschung nicht. Der Inhalt durfte vor allem für die Klatsch- und Boulevardjournalisten des Landes interessant sein, denn wie RTL 2 verriet, werden sich Daniela Katzenberger und Ehemann Lukas Cordalis erstmal zu dem Beziehungsstreit zwischen Peter und Iris Klein äußern. Die beiden haben sich nach 20 Ehejahren getrennt, nachdem Peter Anfang des Jahres im Rahmen des RTL-Dschungelcamps Yvonne Wölke näher gekommen war. Der Konflikt dominierte daraufhin wochenlang die Gazetten. Iris ist nun in eine neue Wohnung gezogen. Dabei stehen ihr ihre Töchter, die kleine Enkelin Sophia, sowie ihr Schwiegersohn Lukas tatkräftig als auch emotional zur Seite, wie es die Ankündigung heißt. Zitat Ende. Also, vielleicht doch nicht mit Iris Klein, vielleicht wirklich nur Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, also wahrscheinlich hätte ich es, ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Wie geht's euch? Also, auf der einen Seite hätte das Thema wirklich nur Daniela und Lukas beschäftigt, hätte ich mich gefragt, warum? Haben die keine anderen eigenen Themen, über die sie sprechen können, als über das Eheleiddrama der eigenen Mutter? Oder aber, wenn jetzt Iris mit dabei sogar wäre, wäre es ja auch eine sehr einseitige Sendung, wenn Peter dazu nichts sagt. Und wie gesagt, Peter befindet sich aktuell in Deutschland, während hier das wohl schon abgedreht sein wird, wenn das jetzt quasi schon im Juni startet. Also das heißt, hier gab es keine Überschneidung des TV-Formats, oder hier gab es eine Überschneidung des TV-Formats. Und deswegen glaube ich, dass Peter, wenn Iris sich äußert, dazu nicht äußert. Und wir kennen ja die Daniela Katzenberger Doku, ja, läuft zwar nicht auf Arte, aber wir können es auch so nennen. Da ist ja Iris Klein auch immer mal wieder aufgetreten. Und warum nicht hier? Also es könnte wirklich sein, dass sie hier das denn tut. Na, wir machen mal weiter. Außerdem soll ein kleiner Welpe das Familienglück auf Mallorca vervollständigen, weswegen Daniela, Lukas und Sophia Tierheime aufsuchen. Allerdings ist Lukas noch nicht vollends von einem Vierbeiner überzeugt. Der TV-Sender verspricht daher eine spannende und lustige Entwicklung über alle 10 neuen Folgen. Ja, das erstmal dazu. Also es scheint wirklich in der neuen Daniela Katzenberger Doku, ja, ist mir eigentlich egal, wie wir das nennen wollen, in dem Format wohl auch um Iris und Peter zu gehen. Klar, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein kurzer Ausschnitt, ja, damit zusammenhängt und man kurz darüber spricht, dass es die Familie ja quasi ein bisschen aufgerüttet hat, entzweit hat, man sich sehr viel um Iris gekümmert hat, dann kann ich da schon nachvollziehen, dass man das dann mal kurz erwähnt. Aber hier scheint ja wirklich die ganz komplette neue Staffel auf dieses Thema aufzubauen. Zumindest so hier. Ich meine, wir haben kurz über den Hund gelesen, aber das hauptmediale Thema ist einfach Iris und Peter. Und das finde ich, so ist meine persönliche Wahrnehmung, das gehört irgendwie da nicht zu. Also es ist eine Randnotiz, ja, aber bei Daniela und Lukas geht es ja um Daniela und Lukas und nicht um die Mutter bzw. Schwiegermutter, dessen Ehe nach 20 Jahren kaputt gegangen ist. Und jetzt mal wirklich real talk. Es ist doch nicht die erste Partnerschaft, die kaputt gegangen ist nach 20 Jahren. Wie viele meiner lieben Zuschauer haben selbst schon mal ihren Partner oder ihre Partnerin verloren, wurden verlassen oder haben verlassen? Das ist doch etwas, das gehört zum Leben dazu. Und dieses dann doch so dramatisch auszuführen, so in die Öffentlichkeit zu rücken, das über einen so langen Zeitraum, das empfinde ich schon als sehr anstrengend. Das muss ich euch wirklich so sagen. Und ich glaube, Daniela Katzenberger hätte gut daran getan, nicht auch auf diesen Zug aufzuspringen, sondern das zu tun, was sie ganz am Anfang gesagt hat. Nämlich, sie hat gesagt, sie ist keine Eheberaterin, sie hält sich aus dem ganzen Konflikt raus. Hat sie in der gesamten Zeit quasi gemacht. Ab und zu gab es natürlich mal ein paar Seitenhiebe gegen Peter. Mein Gott, sind ja alles nur Menschen, kann man nachvollziehen. Aber dass das jetzt eine der Überschriften der Hauptserie sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das? Seid ihr das ähnlich kritisch wie ich und sagt, oh nee, also das finde ich nicht gut? Oder sagt ihr, nein, das gehört zum Leben von Daniela Katzenberger dazu? Feuerfrei, berichtet gerne drüber. Ihr werdet es schauen. Ihr steht hinter ihr und ihr wollt das sehen. Freunde, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich verabschiede mich jetzt. Freue mich, wenn ihr diesen kleinen YouTube-Kanal abonniert. Und ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Heute um 14 Uhr mit einem anderen Thema. Ja, mit einem anderen Thema, Freunde. Werdet ihr sehen, mit welchem Thema. Also macht es gut.